Herzlich willkommen zu der heutigen Sendung von Lara und Sarah. Heute haben wir das Thema Hecke. Tiere in der Hecke, um genau zu sein. Und jetzt wollen wir mal sehen, was die Schüler aus unserer Schule schon alles über die Hecke wissen. Komm, wir machen uns mal auf die Suche. Kannst du uns denn mal erklären, was eine Hecke ist? Also was aus Blättern. Also da sind ganz viele Blätter und halt Holz, also Äste, die also ganz viel ineinander gewachsen sind meistens. Eine Hecke ist ein Busch mit Blättern. Eine Hecke ist ein Busch mit vielen Blättern. Sie ist oft klein. Eine Hecke ist ein kleiner Busch, ja, mit Blättern dran. Eher gesagt so ein Busch oder sowas in der Art. Und ein kleiner Baum mit Ästen, den haben wir auch in der Schule hinten beim Gartenhaus. Also eine Hecke ist für mich eine eigene Welt. Also da leben viele Tiere, viele Pflanzen gibt es da zu sehen. Eine Hecke ist das Zuhause kleiner Krabbeltiere. Hecke ist ein Busch, der viele Tiere ansaugt. Also viele finden da ihren Unterschlupf und sind da einfach in Sicherheit vor den großen Tieren, die in der Nacht halt lauern, die fressen wollen. Und kannst du uns auch erklären, welche Tiere in der Hecke leben? Also ganz viele kleine Vögel, die zum Beispiel manchmal im Winter nicht in den Süden fliegen. Kleine Käfer, Insekten und halt noch vielleicht kleine Mäuse, die vielleicht nicht hochklettern, aber vielleicht unten im Gebüsch bleiben. Igel. Würmer, Käfer, Maden. Vögel. Schmetterlinge. Maden. Würmer. Eulen. Und Ameisen und ganz viele andere Lebenswesen. Viele Kleintiere, so zum Beispiel Würmer oder kleine Insekten, Krabbeltiere. Aber auch große Tiere finden da manchmal einen Unterschlupf, eine Maus zum Beispiel. Marienkäfer. Manchmal Ameisen. Und auch Bienen. Ganz viele Insekten, Krabbeltiere, die verschiedenen Arten. Dankeschön. Danke. Ist das hier wohl eine Hecke? Weiß ich nicht. Nee. Suchen wir weiter. Ja. Kriegt eine Schnecke durch eine Hecke. Wir sind heute bei unserer ersten Expedition zur Hecke. Und es ist heute sehr windig. Und anscheinend ist da drüben eine Hecke. Kommt mit! Und das soll jetzt eine Hecke sein? Also ich habe mir eine Hecke anders vorgestellt. Oh, da vorne ist unsere Umwelt-AG. Fragen wir die doch mal, was eine Hecke ist. Na, da haben wir eine Menge cool entdeckt heute. Das ist ja toll. Guten Tag. Können Sie uns vielleicht erklären, ob das hier eine Hecke ist und was eine Hecke ist? Ihr denkt sicherlich an die Hecken, die bei euch im Garten wachsen, ne? Ja, genau. Buchsbaum und Ligusterhecken. Das hier ist eine wilde Hecke. Das ist eine sogenannte Benjeshecke. Mhm. Und zwar haben wir hier vor ganz vielen Jahren, also 10 Jahre ist bestimmt schon her, haben wir hier Strauchschnitt aufgeschichtet. Und haben das einfach in Ruhe gelassen. Und dann hat der Wind Samen dorthin geweht und Erde und die Vögel, wenn die mal was fallen gelassen haben, das sind im Vogelkot sind ja auch Samen, das hat sich dort alles ausgesät und nach sind hier Kräuter, Gräser, Sträucher gewachsen und jetzt ist die Hecke quasi schon fertig. Ihr habt nie gedacht, dass eine Hecke so groß ist, stimmt's? Nein, wir haben uns die irgendwie viel kleiner vorgestellt. Ja. So, und jetzt wisst ihr, was eine Hecke ist.
Könnt ihr uns denn ein bisschen davon erzählen, was ihr heute alles gefunden habt? Heute war unser erster Besuch bei der Wellnesshecke. Wir haben schon jede Menge gefunden. Erst habe ich gedacht, das ist denn das Weißeste da, was auf dem Boden liegt. Und dann sind wir näher dran gegangen und haben oben von einem Greifvogel Federn gefunden. Aber der hat leider, wie es aussieht, nicht überlebt und hat jetzt kein Nest mehr und ist tot. Ja, und wir haben da hinten haben wir auch einen Fuchsbau gefunden. Und wir denken jetzt auch, dass dieser Greifvogel ebenso dem Fuchs begegnet ist. Also wir haben Schneckenhäuser gefunden mit Löchern drin. Wahrscheinlich haben Vögel die Schnecken dann aufgegessen. Ich habe Blumen gefunden und das sind, glaube ich, auch die einzigen, die da sind. Und das sind eigentlich Schneeglöckchen. Ja. Dankeschön, das war ja interessant. Jetzt wollen wir mal sehen, was ein Experte zu dieser Frage sagen würde. Können Sie uns denn mal erklären, was eine Hecke ist? Es gibt viele verschiedene Arten von Hecken. Am bekanntesten sind Gartenhecken. Mehrere gleiche Pflanzen werden nebeneinander in eine Reihe gepflanzt, um eine Abgrenzung zu schaffen. Es gibt allerdings auch Wildhecken, zum Beispiel die Benjeshecke. Ja, hier war ich glaube ich noch nicht so oft. Die Anlage einer Benjeshecke ist so interessant, weil sie so einfach und preiswert ist. Abgeschnittene Äste und Zweige werden dann nebeneinander zu einem Band aufgeschüttet und einfach liegen gelassen. Durch Wind und Vögel werden Samenkörner in die Hecke getragen. Im Gestrüpp wachsen zuerst Kräuter, die mit der Zeit durch aufkommende Sträucher ersetzt werden und bis zu großen Bäumen heranwachsen können. Eine Hecke zieht Tiere an wie ein Magnet, sagt Heinrich Benzies. Und können Sie uns auch erklären, was für Tiere in der Hecke leben? Hecken sind ein geeigneter Lebensraum für viele Tiere und Pflanzen. Hier finden viele Vogelarten eine geschützte Brutstätte. Auch viele Insekten finden hier einen Lebensraum, der nicht mit Insektenschutzvernichtungsmitteln vergiftet ist. Bienen und andere Insekten finden hier in vielen Blüten, die sich in der Benjeshecke an gute und vergiftete Nahrung. Auch Nager und andere Tiere aus der Gegend finden in der Hecke Unterschlupf. Zum Beispiel können Feldhasen hier ungestört ihre Jungen aufziehen. Wenn nicht gerade ein Fuchs in der Nachbarschaft seinen Bau gräbt. Heute sind wir auf unserer zweiten Expedition zur Hecke. Unsere Umwelt-AG ist schon dort. Sie haben sich in verschiedene Expertenteams eingeteilt. Mal sehen, ob die Tierexperten uns etwas über die Tiere in der Hecke erzählen können. Ah, ich sehe sie schon. Die haben sich hier ausgeladen. Gut. Und zum Schluss, unsere Tierexperten. Ein paar Tiere haben wir ja gesehen heute. Leider auch im nicht lebenden Zustand. Erzählt mal, was wir sonst noch hier wissen, welche Tiere hier wohnen. Also, es gibt Hasenmäuse. Oder Füchse, Maulwürfe, Spatzen, Dechse, Feldlerchen, Feldmäuse, Grillen, Schmetterlinge, Maikäfer, Marienkäfer, Hasen, Schnecken, Igel, Grashüpfer, Eichhörnchen, Schmetterlinge, Rehe. Okay, Eichhörnchen. Welches Tier haben wir vorher noch gesehen? Was kroch denn über den Weg? Eine Weinbergschnecke. Eine Weinbergschnecke, ne? Die haben wir dann aber ganz schnell ins Gras gesetzt, damit die nicht überfahren wird. Ne? Und wenn ihr mal hier euch umschaut, dann seht ihr auch lauter hier Schwebefliegen oder hier ist eben ein weißer Schmetterling, ein Kohlweißling lang geflogen. Also Insekten haben wir hier natürlich jede Menge, die ja auch wichtig Ameisen sind. Ne? Und da ist auch noch eine Schnecke da unten, das ist ganz kleine. Ja, Babyschnecke, ne? Ja, gut. Das war's für heute. Wir hoffen, ihr habt etwas Neues zum Thema Hecke gelernt. Zum Abschluss haben wir noch einen Tipp für euch, falls ihr mal selber die Hecke erforschen wollt. Wenn ihr Tiere beobachten wollt. Hey.
auch gerne sehen. Guck mal, jetzt sind wir da. Oh, ja, ich freue mich. Hoffentlich sind wir da. Ich bin mal gespannt. Ja. Es sind ja gar keine Tiere mehr da. Seid leise. Psst. Tschüss.